Moment, also die... Mann, oh, wo ist denn der König denn? Mann, ich fühle mich diskriminiert. Wo ist der König? Der König hat sich in seinem Gemach eingesperrt. Um dorthin zu gelangen, musst du vom Thronsaal aus durch das astronomische Labor. Ich glaube, es steht schlecht um ihn. Was hat er denn? Was hat denn der König? Niemand weiß es so genau. Vielleicht ist es das bevorstehende Ende, das an ihm nagt. Sicher ist nur eins. Er soll sehr schwach sein. Haha. Aber wie kommst du denn nach hier eigentlich? Das will ich auch mal wissen. Ich werde die Frage bereuen. Aber wie kommst du hierher? Ja, das ist tatsächlich eine lange und spannende Geschichte. Ach, wo soll ich nur beginnen? Was ist am Ufer passiert? Was ist am Ufer passiert? Das Ufer? Oh ja, es kommt mir vor, als sei es erst gestern gewesen. Es war gestern. Ich saß schon eine Weile alleine dort und übte eine geheime Chaski-Technik. Den Sekundenschlaf? Bei leerem Magen schaffe ich es unter drei. Wie auch immer. Plötzlich schob sich eine Wolke an den Himmel. Ein Windstoß zog über den Fluss. Ich begann zu frösteln. Zur Sicherheit zog ich mein Messer. Und einige Bomben, die ich noch im Rucksack hatte. Ich war gerade fertig, als es in den Büschen knackte. Ich spannte jeden einzelnen Muskel an und dann... Und dann? Dann ließ ich alles fallen, schnappte mir den Rucksack und rannte so schnell ich konnte. Was? Als ich mich umdrehte, sah ich nur einen Fuchs. Aber ich hatte mein Versteck ja bereits verlassen. Ich war mir sicher, die Askiel hätten mich gesehen. Darum bin ich nicht umgekehrt. Es war einfach zu gefährlich. Zu gefährlich? Zu gefährlich? Ich dachte, du seist in einen Kampf geraten. Nicht doch. Dafür bin ich viel zu listig. Du meinst wohl eher feige. Ich fasse es einfach nicht. Ich bin dir um die halbe Welt nachgereist, nur weil du Angst vor einem Fuchs hattest? Es war ein sehr großer Fuchs. Ach ja, Sandwick ist das ist so toll. Wie bist du den Askiel entkommen? Den Askiel? Ich war nicht bei den Askiel. Warst du nicht? Aber der Wächter hat von einem grünen, schmächtigen Gefangenen erzählt. Schmächtig? Wie bist du denn da auf mich gekommen? Ich bin gut durchtrainiert. Viel zu gut, um mich von den Askiel schnappen zu lassen. Also hast du sie irgendwie abgehängt? Gab es eine Verfolgungsjagd? Und ob. Zumindest wenn du mit Abhängen in einer Höhle verstecken meinst. Und mit Verfolgungsjagd Beeren sammeln. Oh, Bobby. Und wie bist du dann nach Corona gekommen? Wie bist du nach Corona zurückgekommen? Auf geheimen Chaski-Pfaden. Lass mich raten. Du hast dich so dünne gemacht, dass dich ein frisches Lüftchen hierher geweht hat? Nein. Ich hatte meinen Ruhestein noch auf den Schlosshof eingestellt. Das will ich nicht gehört haben. Ich habe auch nichts gesagt. Und wir machen diese ganze Scheiße. Und der wäre einfach nach Mamano. Und das nennst du Abenteuer? Nein. Ich nenne das Routine. Als Chaski erlebst du so viele ungeheuerliche Sachen, da kann dich selbst die brenzligste aller Situationen nicht mehr aus der Ruhe bringen. Offensichtlich. Nur darum sitzt du hier ja auch so seelenruhig. So ist es. Und das, obwohl das Ende bevorsteht und die Askiel angreifen. Ja, Und einer von ihnen sogar direkt hinter dir steht. Was? Ja, da hast du mich doch beinahe reingelegt, nicht wahr? Wenn du einen Chaski auf den Arm nehmen willst, musst du aber früher aufstehen. Ist 10 okay? Sagen wir lieber 11. Ich schlaf gern lange. Aha, du bist doof. Ich glaube, ich habe genug gehört. Ich weiß. Meine haarsträubenden Abenteuer sind nichts für schwache Nerven. Ja, mein Weg bis hier war natürlich auch ganz einfach, deswegen, ne? Du versteckst dich in einem Fass? Ist das etwa das Verhalten eines Chaski? Lass dich nicht von deinen Augen täuschen. Das hier ist ein Chaski-Überlebensfass. In so einem Fass saß dereinst der legendäre Chaski Shorshi, als er die mächtigen Trommelfälle von Ashanot passierte. In sicherem Abstand, nehme ich an. Selbstverständlich. Ach, du bist ein Weichei. Ich komme nicht weiter. Kannst du mir nicht irgendwie helfen? Sedwick, ich kann dir doch nicht ständig die ganze Arbeit abnehmen. Stimmt, meine mangelnde Selbstständigkeit muss eine schreckliche Belastung für dich sein. Ach, Schwamm drüber, kleiner Freund. Ich habe dir alles beigebracht, was ein Chaski wissen muss. Du wirst auch ohne mich zurechtkommen. Ja, du bist lustig. Bleib du ruhig hier, ich gehe die Welt retten. Halte dich immer an das, was ich dich gelehrt habe.
Werden wir tun, uns Feige in einem Fass verstecken. Haben wir denn hier eine Leine, die wir mitnehmen können? Eine Kuh? Mu. Sie sieht ausgesprochen zufrieden aus. Dass die Welt kurz davor ist, unterzugehen, scheint sie nicht zu scheren. Kuh müsste man sein. Zu melken bräuchte ich ein passendes Gefäß. Und viel wichtiger noch, einen triftigen Grund. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt eine Leine. Das ist schon mal schön. So, den Kerl können wir in die Tonne treten. Brunnen. Haben wir denn nicht noch einen Eimer oder sowas? Eine Tür, so. Wetterhahn. Und mal wieder gibt es keine Klinke. Dafür hat die Tür diesen auffälligen Türklopfer. Leider ist er defekt. Der Ring fehlt. Das heißt, wir müssen einen Ring finden. Rad. Ach, wir gehen nochmal eben draußen gucken. Busch. Der eine Ast reicht. Hose. Sehr gut. Können wir noch was aus der Lokomotive mitnehmen? Ich kann noch nicht zurück. Ich habe eine Mission zu erfüllen. Ja, ich wollte ja nur was mitnehmen. Ist ja gut, so. Wetterhahn. Kann denn Cedric hier reingehen? Ja, kann er. Sehr gut. Oh. Wandmosaik, Bodenmosaik. Aha. Thronschloss. Kerkertür. Diese Platte hier sieht anders aus. Der Boden wurde offenbar sehr notdürftig repariert. Okay. Boah, hier kann man ja vom Boden essen, wenn man Staub und Asseln mag. Hirsch! Nein, ich komme mit meinen Fingern nicht in die Rillen. Sie sind einfach zu wurstig. Wir haben ja noch einen Stock, ne? Oh, wo haben wir den Stock denn? Da, ja, im Inventar haben wir den Stock. Hirsch! Nein, damit kann ich die Steinplatte nicht aus dem Boden lösen. Ich bräuchte ein Werkzeug mit mehr Hebel. Mehr Hebel, na dann. Na, gucken wir uns das Wandmosaik an. Mehr Hebel. Moment mal, so sieht doch das königliche Wappen nicht aus. Es ist vollkommen durcheinander. Und ein Teil fehlt. Und wer muss das wohl wieder in Ordnung bringen? Oh. Ja, wenn wir jetzt noch wüssten, wie das Wappen aussieht, ne? Ach, das sind zwei so Dinger. Hä, warte mal. Also entweder das ist ein ganz mieser Bug, wovon ich mal ausgehe, weil... Ach, Menno. Ist ja scheiße. Hä? Okay, das ist ja ganz blöde. Kann man dafür nicht einen Patch installieren oder so? Ich habe absolut keine Ahnung, wie das Ding aussieht. Es scheint aber symmetrisch sein zu müssen, ne? Moment, das gehört aneinander. Na, dann gucken wir mal. So. Was kommt denn da dran? Das da, oder? Moment. Ja, so. Das muss dahin. Ja, das klingt jetzt doof. Na, ich komme hier im Moment nicht weiter. Müssen wir mal ein anderes Mal versuchen. Kerkertür, Wandteppich, Schild, Gitter. Wandteppich abflemmen. Nach da oben kommen wir ja auch. Das ist schon mal gut. Ich lasse Spot lieber nicht zu nahe an den Wandteppich kommen. Ich will keinen Schlossbrand riskieren. Ich aber. Hebel.
Interessant. Hä? Nicht nötig. Das lässt sich ganz einfach mit der Hand bedienen. Ja, aber ich will da was dranhängen. Nicht nötig. Das lässt... Einklemmen? Nicht nötig. Aha. Hör auf zu flennen. Kann man mit dem Schild was machen? Da scheint tatsächlich irgendetwas hinter diesem Wappen zu sein. Mal sehen. Nein, ich schaffe es nicht. Langweiler. Nein, ich kriege den Stock einfach nicht dahinter geklemmt. Die Lücke ist zu schmal. Okay, Spotty. Hey, Spot, kannst du mir irgendwie helfen, dieses Wappen von der Wand zu lösen? So, und nun? Ja, jetzt aufpusten. Ha, ahnte ich es doch. Ein, was wohl, ein geheimer Mechanismus. Kette. Davon lasse ich lieber die Finger. Wenn das Tor runterrauscht, würde mir die Kette die Handflächen zerfetzen. Nein, Moment. Stock. Ja, das Tor ist aber noch unten. Was ist jetzt passiert? Der Hebel ist blockiert. Ach so, okay. Also, zuerst Stock raus. Wandteppich zur Seite schieben. Hebel bedienen. Wandteppich wieder zur Seite schieben. Stock in die Kette klemmen. Und rein. Also raus. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier wird es noch einiges zu tun geben, glaube ich. Hallo, du da. Bist du der königliche Astronom? Jotzen. Jotzen? Was soll denn das bedeuten? Rombeka sitz sas ditzebük livim. Was? Rombeka sitz sas ditzebük livim. Ja, genau. Danke, Ron. Jotzen und so weiter. Auch an Ilvi. Oh je, der Astronom spricht offenbar eine fremde Sprache. Astronomisch oder so. Oh, das will ich nochmal hören. Hallo? Kannst du mich wirklich nicht verstehen? Das ist nicht rückwärts, oder? Hallo? Kannst du... Nee, das ist auch nicht rückwärts. Das hört sich ein bisschen rückwärts an, ist es aber nicht. Die Kreide nehmen wir mit. Ah, es gibt hier so viel zu tun. Darf ich eine Frage stellen? Planetensystemgetriebe. Zahnräder, Ölschacht, Mondornament, Kurbel. Mit bloßen Händen kann man das offenbar nicht bedienen. Hier fehlt irgendetwas. Eine Kurbel? Moment, ist das jetzt zu einfach oder irgendwas? Ja, die Kurbel scheint zum Planetensystem dazuzugehören. Aber ich muss erst die geeignete Stelle finden. Ja, ins Getriebe. Darf ich eine Frage stellen? Patft. Okay, also da gehört das hin, aber wir müssen erstmal... Kreide... Lexika... Türklopfer. Ein Türklopfer? Gut, den können wir für da draußen benutzen. Oje, es ist vollkommen durcheinander. Na dann mal los. Aha. Hab es. VR, so. Jetzt dürfte der wieder normal reden, wenn ich das jetzt richtig kenne, erkannt habe, wie auch immer.